Willkommen im device.de. Heute werden wir uns die besten externen SSDs ansehen. Der Patriot Transporter Portable ist ein externer SSD-Speicher, der speziell für Benutzer entwickelt wurde, die eine schnelle und zuverlässige Datenspeicherung benötigen. Mit einer Speicherkapazität von 1 TB und einer USB-C 3.2 Gen 2 Schnittstelle bietet dieses Gerät beeindruckende Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1000 MB pro Sekunde, was es ideal für Fotografen, Content-Ersteller und Gamer macht. Das kompakte Design und die robuste Bauweise sorgen dafür, dass der Transporter problemlos in jede Tasche passt und unterwegs genutzt werden kann. Trotz der vielen Vorteile hat dieses Modell auch einige Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil ist, dass es bei längerer Nutzung zu einer Erwärmung des Geräts kommen kann, was die Leistung beeinträchtigen könnte. Zudem fehlt eine Hardware-Verschlüsselung, was für sicherheitsbewusste Nutzer ein wichtiges Kriterium sein könnte. Einige Benutzer haben auch berichtet, dass das mitgelieferte Kabel relativ kurz ist, was die Flexibilität bei der Nutzung einschränken kann. Insgesamt ist der Transporter Portable eine hervorragende Wahl für alle, die einen schnellen, kompakten und zuverlässigen externen Speicher benötigen. Mit seiner hohen Übertragungsgeschwindigkeit und robusten Bauweise ist er besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Der aktuelle Preis kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der Verbatim VX500 ist ein externer SSD-Speicher, der für seine hohe Geschwindigkeit und kompakte Bauweise bekannt ist. Mit einer Kapazität von 1 TB bietet er ausreichend Platz für umfangreiche Datenmengen und ermöglicht dank USB-C 3.2 Gen 2 Schnittstelle schnelle Übertragungsraten von bis zu 500 MB pro Sekunde beim Lesen und 440 MB pro Sekunde beim Schreiben. Das Gehäuse aus Aluminium verleiht dem Gerät nicht nur ein edles Aussehen, sondern schützt es auch vor alltäglichen Stößen und Erschütterungen. Ein wesentlicher Nachteil dieses Modells ist das Fehlen einer Hardware-Verschlüsselung, was für sicherheitsbewusste Nutzer ein Manko darstellen könnte. Außerdem könnte die Geschwindigkeit bei Verwendung von USB 2.0 Anschlüssen stark reduziert sein. Einige Benutzer haben auch berichtet, dass das mitgelieferte USB-Kabel relativ kurz ist, was die Flexibilität bei der Nutzung einschränken kann. Insgesamt ist der VX500 eine ausgezeichnete Wahl für Nutzer, die eine schnelle und tragbare Speicherlösung suchen. Er ist besonders geeignet für den Einsatz mit modernen Ultrabooks und anderen Geräten mit begrenztem internem Speicher. Der aktuelle Preis des Produkts kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der Kingston XS1000 ist ein kompakter und leistungsstarker externer SSD-Speicher. Mit einer Kapazität von 2 TB bietet er ausreichend Platz für große Datenmengen und ermöglicht schnelle Datenübertragung dank der USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle. Die Lesegeschwindigkeit von bis zu 1050 MB pro Sekunde und die Schreibgeschwindigkeit von bis zu 1000 MB pro Sekunde machen ihn ideal für die schnelle Sicherung und den Transport von Daten. Das Gerät ist leicht und passt bequem in die Handfläche, wodurch es besonders tragbar ist. Ein wesentlicher Nachteil dieses Modells ist das Fehlen einer Hardware-Verschlüsselung, was für sicherheitsbewusste Benutzer ein Nachteil sein könnte. Zudem gibt es keine Unterstützung für Smart oder Trim, was die langfristige Zuverlässigkeit und Leistung des Laufwerks beeinträchtigen kann. Die SSD kann bei intensiver Nutzung auch etwas warm werden, was zu einer geringfügigen Drosselung der Leistung führen könnte. Insgesamt ist der XS1000 eine ausgezeichnete Wahl für Benutzer, die eine schnelle und kompakte und zuverlässige Speicherlösung benötigen. Dank seiner hohen Übertragungsgeschwindigkeiten und der großen Speicherkapazität ist er ideal für die Arbeit unterwegs und den schnellen Zugriff auf wichtige Daten. Der aktuelle Preis des Produkts kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der Samsung T5 Evo ist ein externer SSD-Speicher, der mit seiner robusten und kompakten Bauweise besticht. Mit einer Speicherkapazität von 2 TB bietet er genug Platz für große Datenmengen. Dank der USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle erreicht er schnelle Übertragungsraten von bis zu 460 MB pro Sekunde, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination aus Metall und Gummi, wodurch es besonders widerstandsfähig gegen Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe ist. Das Gerät ist zudem mit PCs, Macs, Android-Smartphones und sogar Spielkonsolen kompatibel, was ihn äußerst vielseitig macht. Ein Nachteil dieses Modells ist die vergleichsweise geringe Übertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu neueren SSD-Modellen, die oft höhere Geschwindigkeiten bieten. Zudem ist die USB 3.2 Gen 1 Schnittstelle nicht so leistungsfähig wie die neueren USB 3.2 Gen 2 oder Thunderbolt 3 Schnittstellen, die in anderen externen SSDs zu finden sind. Trotz der robusten Bauweise kann das Gerät bei intensiver Nutzung warm werden, was sich auf die Leistung auswirken könnte. Insgesamt ist der T5 Evo eine solide Wahl für diejenigen, die einen zuverlässigen und tragbaren Speicher benötigen. Er bietet ausreichend Geschwindigkeit und Kapazität für die meisten Anwendungen
und ist dabei robust und einfach zu handhaben. Der aktuelle Preis des Produkts kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der SanDisk Extreme ist ein leistungsstarker und robuster externer SSD-Speicher, ideal für unterwegs. Mit einer Kapazität von 2 TB bietet er ausreichend Platz für große Datenmengen und ermöglicht dank der USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle schnelle Übertragungsraten von bis zu 1050 MB pro Sekunde beim Lesen und 1000 MB pro Sekunde beim Schreiben. Der Speicher ist in einem langlebigen Gehäuse untergebracht, das nach IP65 wasser- und staubdicht ist und Stürze aus bis zu 3 Metern Höhe übersteht. Zudem verfügt er über eine 256-Bit AES-Hardware-Verschlüsselung, die ihre Daten vor unbefugtem Zugriff schützt. Ein wesentlicher Nachteil des Geräts ist, dass er bei intensiver Nutzung etwas warm werden kann, was die Leistung geringfügig beeinträchtigen könnte. Zudem sind einige Benutzer der Meinung, dass das mitgelieferte USB-Kabel etwas kurz ist, was die Flexibilität einschränkt. Die Geschwindigkeit kann bei Verwendung von USB 2.0 Anschlüssen ebenfalls stark reduziert sein. Insgesamt ist der Extreme eine ausgezeichnete Wahl für alle, die eine schnelle und zuverlässige Speicherlösung suchen. Besonders hervorzuheben sind die hohe Geschwindigkeit und die robuste Bauweise, die ihn ideal für den Einsatz unterwegs machen. Der aktuelle Preis des Produkts kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der Crucial X9 Pro ist ein leistungsstarker externer SSD-Speicher, der speziell für Mac-Nutzer optimiert ist. Es bietet Plug-and-Play-Kompatibilität mit modernen Apple-Geräten wie Mac, iPad und iPhone 15 Pro, ohne dass eine Neuformatierung erforderlich ist. Mit einer Speicherkapazität von 2 TB bietet er ausreichend Platz für umfangreiche Datenmengen und ist dank der USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle für schnelle Übertragungsraten von bis zu 1050 MB pro Sekunde beim Lesen und Schreiben ausgelegt. Das Gehäuse ist aus anodisiertem Aluminium mit einer gummierten Basis gefertigt, was es robust und widerstandsfähig gegen Stöße aus bis zu 2 Metern Höhe macht. Zudem ist das Laufwerk wasser- und staubdicht nach IP55 Standard, wodurch es sich ideal für den Einsatz unterwegs eignet. Einige Nutzer könnten den relativ hohen Preis als Nachteil betrachten, insbesondere im Vergleich zu anderen externen SSDs mit ähnlicher Leistung. Trotz seiner Robustheit und Schutzklasse ist dieses Modell auch nicht immun gegen extreme Umweltbedingungen, was für einige professionelle Anwendungen eine Einschränkung sein könnte. Insgesamt ist der X9 Pro eine hervorragende Wahl für alle, die eine schnelle, sichere und robuste Speicherlösung suchen, insbesondere für die Nutzung mit Apple-Geräten. Der aktuelle Preis des Produkts kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Der WD Black P40 ist ein leistungsstarker externer SSD-Speicher, der speziell für Gamer entwickelt wurde. Mit einer Kapazität von 2 TB bietet er ausreichend Platz für umfangreiche Spielebibliotheken. Dank der USB 3.2 Gen 2x2 Schnittstelle erreicht er beeindruckende Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2000 MB pro Sekunde, sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben. Diese hohen Geschwindigkeiten sorgen für schnelle Ladezeiten und eine nahtlose Spielerfahrung. Das Gehäuse ist robust und stoßfest, wodurch es Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe überstehen kann. Zudem verfügt es über anpassbare RGB-Beleuchtung, die über die WD Black Dashboard-Software gesteuert werden kann, nur Windows. Diese Funktion ermöglicht es, das Aussehen des Laufwerks an den persönlichen Stil oder das Setup anzupassen. Ein Nachteil dieses Modells ist die begrenzte Kompatibilität mit Apple-Geräten. Obwohl es mit Macs kompatibel ist, können Apple-Geräte die maximale Geschwindigkeit von 20 Gigabits pro Sekunde nicht vollständig nutzen, da sie auf 10 Gigabits pro Sekunde begrenzt sind. Zudem fehlt eine Hardware-Verschlüsselung, was für sicherheitsbewusste Nutzer ein Nachteil sein könnte. Insgesamt ist der WD Black P40 eine hervorragende Wahl für Gamer, die eine schnelle, zuverlässige und robuste Speicherlösung suchen. Er bietet nicht nur hohe Leistungen, sondern auch zusätzliche Funktionen wie die RGB-Beleuchtung, die das Gaming-Erlebnis weiter verbessern. Der aktuelle Preis des Produkts kann über den Link in der Videobeschreibung auf Amazon eingesehen werden. Wenn dir das Video gefallen hat, gib doch einen Daumen hoch und abonniere den Kanal, um keine neuen Inhalte zu verpassen. Und gerne kannst du deine Gedanken in den Kommentaren teilen. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Stöbern!